Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe den Pickup am Start, Anhänger ist dahinter. Wir holen ein neues Werkzeug, Spielzeug, kann man sehen, wie man möchte. Und zwar geht's jetzt zu Joke, Joke von Milchhof de Witte. Und der hat nämlich noch schon was Schönes für uns, habt ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen. Wir holen jetzt unseren Kartoffelroder, also so eine Art Wühlmaus. Aber genaueres, ich habe das Ding selber auch noch nicht gesehen. Er hat nur gesagt, hier, ich habe noch so ein Teil, kannst du günstig bekommen. Und soll noch oder hat funktioniert bis zuletzt, man kennt es ja. Und dann würde ich sagen, Anhänger ist dahinter, Spanngurte sind im Auto, auf geht's. Willkommen bei Johann. Jetzt hat er gerade seinen Waldemann rausgekramt. Jetzt machen wir erstmal das Gebiss-Schneidwerk hier weg. Weil, oh, das funktioniert wohl nicht so gut. Für den Waldemann, ne? ist ja so der Universalschlüssel für alles. Hast du denn hier auch so ein Ding hier dran, Onkel? Wir brauchen noch einen Bolzen. Sag mal Moin, Johann. Hallo. Johann hat auch einen Kanal. Kann ich hier oben mal verlinken. Da könnt ihr mal gucken, was Ding das so ausfrisst. Nichts Gutes. Nichts Gutes. Ich sag ja, so ein Weidemann kannst alles mitmachen, ne? Oder so ein Hoflader, ist ja egal, welche Marke. Ja, heute ist mega Sturm. Ich hoffe, man kann mich überhaupt verstehen so ein bisschen. Ich habe extra den Windpuschel drauf gemacht. So, dann müssen wir den Onkel noch wegnehmen da. Und dahinter steht das Objekt der Begierde. Da gucken wir gleich mal. Geht sogar. Das ist ja cool. Ja, der Mann hat das im Auge, da kannst du mal sagen, was du willst. Was hier noch für Schätze überall rumstehen in den Scheunen, ne? In Deutschlands Scheunen. Mein Onkel, der hat sich da vorne ein so einen Bolzen drauf geschweißt. Ja. Und dann kann er die das, so. Das hatten wir bei unseren alten auch gehabt. Aber? Jetzt nicht mehr. Nun nicht mehr. Nur haben wir so einen Rahmen gemacht mit so einem richtigen Zugmaul da vorne da. Ja. Aber da gibt es ja diese fertig Anbau-Koppelplatten. Ja, genau. Und die seien wir davon ab. Den müssen wir nur dran schmeißen. Weil ein so ein Pin, das reicht doch schon. Ja. So, hier ist das gute Stück. Der hat bis zum Schluss gelaufen, sagst du, ne? Ja. Hat gelaufen bis zuletzt. Ja, du, ne? Da können wir uns doch was draus machen. Das hier wieder festzügeln irgendwie. Jetzt denken sich alle, Opa, was will der da dann wieder mit? Ja. Aber du, das ist doch gut. Der läuft, leg mal Hand fürs Feuer. Habt ihr gehört? Der läuft. Der läuft. Ja, du, das ist doch für mich genau das Richtige zum Rumspielen. Ja. Ne? So, kriegen wir den mit der Hand hier rausgefummelt. Ja, der müsste da. Und wenn die eine Seite rüber guckt, macht ja nichts. Nö. Schiebt jemand jetzt wieder rein? Ich warte, schieb die Kiste immer wieder rein und dann. Ja. Gleich den Aufleger, pack das Ding da dran und dann fest mit Sorgen fahren. So machen wir das. Hier auch geil, ne? DAS-Aufkleber oder Plakette von 68. Da weiß der schon Bescheid, wie alt das Ding ist.
schönen Ladewagen. Der läuft, da lege ich meine Hand fürs Feuer, sagt er. Das ist ja cool. Da bin ich mal gespannt, aber ja. Du, was soll daran passieren, ne? Wenn man den mal ordentlich wieder abschmiert und mal vorsichtig durchläuft, durchlaufen lässt. Ach guck, nun hat er hier so einen Haken. Quasi eine Verlängerung. Das ist so dein Universalarm oder was ist das hier? Das war ein Universalarm, da kann man alles mit meinem Kuh hochreden. Cool hochreden. Hier Spannung verlegen und so was. Selber gebaut? Das haben wir selber gebaut. Wir haben es damals gebaut, als wir unseren Hexler hatten, damit wir den Hexelturm abkriegen. Ach, zum Hexelturm abkriegen? Ja. Und hier. Dafür haben wir das Kuh. Aber das Ding ist, ja, da machen wir eigentlich soweit alles mit. Ja. Also, ja, vor allem gerade, weil ich gerade sagen, mit den vier Ketten dran, ja. Das ist doch hundertprozentig. Wie hast du das denn vor jetzt? Alle vier Ecken sind drin. So, alle vier Ecken sind jetzt befestigt. Mal gucken, was passiert, ja. Komm, da sieht das schon gar nicht so scheiße aus. Ja, siehst du, läuft doch. Ha, cool. Perfekt. Warte, ich kann ihn mal ein bisschen lenken hier. So. Ja, wenn du das passende Werkzeug hast, dann macht das Leben echt einfacher, ne? Gerade mit so einer Verlängerung, das ist eine echt coole Idee. Da hast du natürlich noch einen längeren Hebel. Kannst natürlich dementsprechend weniger heben, ja. Aber für solche Sachen perfekt. Das habe ich ja schon gesagt, meine Kuh antillen. Ne? Da passt man gerade nicht drauf, weil, ja, wenn wir die Achse jetzt zusammenschieben, dann passt das. Dann holen wir gleich 17er Werkzeugkiste, 17er Schlüssel, schieben die Achse ein bisschen zusammen und dann müsste das ohne Probleme drauf passen. Wir könnten auch alternativ was drunter legen, dass das nicht ganz so tief kommt, aber ich hoffe mal, ihr könnt mich überhaupt verstehen mit dem Wind. Das ist richtig Sturm, Jungs und Mädchen, Mädels. So, wir haben die Achse jetzt reingesteckt. So. Bin mal gespannt. Alter, ist das ein Wind. Jo, mal gucken, die wir uns zapfen können und so noch.
Nee, müssen wir mal warten. Dann müssen wir jetzt hier was drunter legen, dass wir hier höher kommen, sonst kommen die Zapfen. Seht ihr, die Zapfen, die machen uns einen Strich durch. Dann müssen wir ein paar Steine nehmen oder runterlegen oder was, dass er ein bisschen höher kommt. Oder nimmt das Rad ab. Oder nimmt das Rad ab, scheiß drauf. Das Schwein. Neuer Versuch. Dreimal ist aus Riesenreich. Ja, so ist richtig. Dreimal ist aus Riesenreich. Nun passt es aber. Ja, Rad ab. Warte. Jawohl. Sauber. Passt doch. Perfekt. Dreimal ist aus Riesenrecht, sagt Jucke. Jetzt kannst du ihn eigentlich antillen. Alter, ist das ein Scheißwetter heute. Könnt ihr euch nicht vorstellen. So, Jucke, da haben wir es, oder? Da haben wir es, ja. Hoffentlich versteht man uns überhaupt. Ja, das ist schwierig, wenn wir, aber man versteht sich auch so. Alle 8 bis 10 Tonnen abschmieren. 8 bis 10 Tonnen. Alle 8 bis 10 Stunden abschmieren. Ja, machen wir. Gut. Ich verlinke euch Jokes Kanal. Wir sehen uns dann wieder bei mir zu Hause. Ja. Tschüss. Alter Schwede, ist das ein Wind draußen jetzt. Sturmtief. Klaus oder was, keine Ahnung wie es heißt, ja, pustet ordentlich, gutes Wetter ausgesucht, um das Ding aufzuladen, aber nun gut, ist eben so wie es ist. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was davon verstehen, weil es einfach so windig ist, dass mir die Mütze vom Kopf geflogen ist, das ist echt krass. Ja, auf jeden Fall lade ich das jetzt nicht mehr ab, das Teil, das schiebe ich jetzt so in die Garage bei mir zu Hause, weil das muss ja in beim Hof abgeladen werden. Das heißt, wir sehen uns dann beim Hof wieder, beim Abladen und dann bei der Bestandsaufnahme. Also, bis gleich. Junge, was für ein Wetter. Aber mich wundert, dass man überhaupt irgendwas verstehen konnte. Also das ist schon echt gut. Auf jeden Fall, heute ist deutlich besseres Wetter. Wir haben sogar Sonnenschein, aber trotzdem, ich habe das Ding jetzt erstmal hier in der Werkstatt, in der Garage untergeparkt. Und bevor es zum Hof kommt, habe ich gesehen, ist hier noch was ausgehakt, beziehungsweise krumm gebogen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal diese Geschichte hier abschrauben oder rausziehen, kannst du die wahrscheinlich hier. Da muss ich erstmal gucken, wie das funktioniert. Ich denke mal, dass ich die abschrauben muss von dem Gurt und dann gerade biegen und dann hier wieder zusammenstecken und reinschrauben, muss ich mal schauen. Übrigens, Gold wert, das Ding hier, für, weiß ich gar nicht, ein paar Euro, die kostet wirklich wenig, also ich glaube 10 Euro oder so, verlinke ich euch gerne mal, bin ich immer wieder begeistert von. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal schauen, dass ich die Geschichte hier lose bekomme. Das ist 9er Schlüsselweite, aber ich wage zu bezweifeln, dass sich da überhaupt irgendwas tut. Muss ich das gegenhalten, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, das geht sogar lose. Das ist ja cool. Das würde mich echt wundern, wenn ich die so lose schrauben kann. Das wäre ja gigantisch. Ja, nee. Cool. Die ist lose. Kriege ich jetzt auch das Ding hier ab, oder? Ja, kann man aber relativ leicht. Abmachen. Bin mal gespannt, wie lange der
Gurt noch hält, aber nun gut. Der ist auch leicht verbogen hier, aber den mache ich wohl so nochmal zurückziehen können. Aber wichtig sind die beiden hier, gerade er hier, dass wir den wieder ein bisschen gerade kriegen. Wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen im Frühjahr, das ist echt, da hat man gleich wieder Bock, ne? Bist gleich ganz anders drauf. So, dann ist die Frage, kann ich das Gummi hier wohl so abnehmen? Ich meine, das ist zwar schon beschädigt, aber soll ja nicht noch beschädigter werden, weil die Kartoffeln, die sollen ja nicht beschädigt werden. Das ist auch Beschädigung heute. So, das ist ja cool. Guck, kann ich dann so wieder gerade drücken. Ja, cool, war einmal gedreht. Dann mache ich das nochmal so ein bisschen diesen hier. Ne, mit zwei Händen. Sieht doch aus wie neu, mehr oder weniger. Gleiche mit dem wollen Ding hier auch nochmal. Perfekt. Kommt das Gummi hier wieder drüber gestülpt und das andere auch wieder. So, das ist natürlich schon ziemlich angeschlagen. Da werde ich jetzt mit Isolierband, glaube ich, oder mit Panzertape, werde ich da so ein bisschen was drum zuwickeln, dass das ein bisschen fixiert. Wie lange das hält, weiß ich natürlich nicht, aber ich denke mal, das kann nicht schaden. Bisschen eingetaped das Ganze. Jetzt müssen wir uns überlegen, so rum saß das hier dran. So. Genau, das muss ich aber natürlich vorher hier reinstecken. Sonst passt es ja wieder nicht. Endlich. Junge, was ein Kampf. Nach ein bisschen Gefummel sitzt das jetzt wieder alles, Gott sei Dank. Ich habe auch wieder die originalen Muttern wieder nehmen können. Einzig die hat ein bisschen gequält, aber auch das haben wir hinbekommen. Ein bisschen Gewinde sauber gemacht, dann läuft das auch wieder. Ja, genau, so an sich müsste jetzt wieder alles ineinander sein. Das war das Einzige, was halt so ausgehakt ist. Den unteren, den werde ich mir nochmal zurechtbiegen, wenn er ein bisschen gedreht ist. Dafür muss das Gerät aber natürlich erstmal wieder laufen. Das ist ja so die Hauptsache. Hier sind ja die Gummis drauf und hier nicht mehr. Entweder sind die hier schon abgeflogen oder es waren da nie welche drauf. Ich denke mal, hier werden nie welche drauf gewesen sein. Nur hier. So an sich alles vollständig. Der Reifen ist platt. Ich hoffe mal durchs lange Stehen. Aber das sind jetzt 4.0015, muss ich mal gucken, entweder durchs lange Stehen platt oder ein Schlauch kaputt. Müssen wir schauen, vielleicht können wir den auch flicken, mal gucken. Aber wahrscheinlich wird der Schlauch auch schon steinalt sein. Genau, so, da würde ich sagen, wir sehen uns beim Hof wieder. Ich werde jetzt die Tage das Ding rüberfahren und dann laden wir es mit dem Trecker ab. Und dann kommt er mal davor und dann gucken wir mal, was er sagt. Ein wenig später, Wetter göttlich. Trecker ist hier und der Roder natürlich auch. Nur müssen wir mal gucken, weil ich habe nämlich Schlaufen vergessen. Ganz großes Tennis, Schlaufen vergessen. Nun habe ich erstmal die Gurte genommen, die ich zum Befestigen hatte wegen dem Transport. Die habe ich mir jetzt ja hier so rumgebunden. Müssen wir gucken, ob wir das irgendwie so dann hinkriegen. Ich würde sagen, ich fahre den Trecker einmal davor, heb den eben an, dann wird der Pickup vorgefahren und dann heben wir das ganze Ding mal an. Wie gesagt, fahren den Anhänger weg. Hier ist noch das Rad drin. Das zweite. Und dann muss natürlich noch Luft aufgefüllt werden. Aber der erste Step ist jetzt erstmal das Ding heile vom Anhänger runterkriegen.
Anhänger wieder vorne. Passe ich noch immer auf, dass der Hund da nicht drunter liegt, sonst haben wir nichts gekonnt heute. Ich komm mal her. Dann mache ich einmal schnell Luft drauf und dann wollen wir gucken, ob das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Weil das Ding ist, er muss da hinten in den Zuchtpendel rein, denke ich mal. Aber da ist ja meine Kugel dran für den Anhänger. Und nun weiß ich natürlich gar nicht, wie ich das dann machen soll. Müsste ich das Ding erstmal rausschrauben, muss ich mal gucken, ob ich das passende Werkzeug hier habe. Und dann können wir mal einen Probelauf starten, würde ich sagen. Jo, leider habe ich kein passendes Werkzeug. Das ist Schlüsselweite 27 und das passt leider nicht. Ich habe sowas nicht. Also nicht hier. Das ist immer blöd, wenn du auf zwei Hochzeiten tanzt. Dann ist das eben so. Aber egal, ich habe jetzt die Zapfwelle ein bisschen gangbar gemacht wieder. Das ist noch ein richtiger Schutz aus Metall. Das ist kein Schutz aus Kunststoff, sondern richtig aus Metall. Naja, ist ja mal gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe den nur so dazwischen geklemmt. Ich hoffe mal, dass das so auch hält. Dann würde ich sagen, starte ich den Trecker jetzt mal und dann probieren wir mal aus, ob sich da irgendwas tut. Johann hat ja gesagt, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das Ding läuft. Der läuft, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Habt ihr gehört, der läuft. Guck, und die Dinger sind ja auch wieder gerade, also dementsprechend. Ich habe jetzt noch nichts abgeschmiert. Ich will jetzt auch nur mal kurz gucken, ob alles dreht. Wir werden sehen. Ja, da war nichts, wa? Wer hätte das gedacht? Das Ding läuft. Richtig gut. Das läuft mal nicht so wie es soll. Hier schüttelt das. Dass hier alles so ein bisschen in Bewegung ist. Perfekt, oder? Schüttelt auch alles. Ähnelt sich noch nicht immer mit, aber ich glaube, das kommt erst, wenn der Gewicht draufkommt. Wenn die Kartoffeln drauf sind, dann läuft das auch erst. Das ist alles vernünftig schüttelt. Und er läuft auch. Wie geil ist das denn? Cool. Ja, wie gesagt, dann muss ich nur
mein Kugelkopf für die Anhängerkupplung rausnehmen und dann läuft das alles. Dann kann der da vernünftig eingehakt werden, Zupfhändel. Und ja, bei dem kleinen McCormick zum Beispiel könnte es ja in die Ackerschiene rein. Der hat auch so eine Verdrehsicherung. Dann könnte man auch mit der Ackerschiene arbeiten von McCormick. Der kann das Ding auch leicht ziehen. Kann auch sein, dass ich die Kugelkopfkupplung gar nicht abbauen muss. Und mache das dann mit McCormick. Mal gucken. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Johann, hast nicht zu viel versprochen. Läuft. Abschmieren nochmal vernünftig. Luft auffüllen, ganz klar. Aber erstmal, wie gesagt, wird das Ding jetzt eingesommert. Und zum Herbst, wenn die Kartoffeln dann soweit sind, dann wird es rausgeholt. Cool. Also mit diesen Bildern würde ich sagen, verabschiede ich mich dann. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da und ein Like für dieses Video. Würde ich mich freuen für. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also in diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Tschüss.